Hallo und willkommen zu einem neuen Guide hier bei Assassin's Creed Unity, den Nostradamus Rätselserie. Mit Buck Spencer von Outside Gaming, das bin ich. Und wir stehen vor dem Steinbock-Rätsel, das sich hier befindet. Bei den beiden Brücken hier, ne? Doppelbrücken. Befindet sich hier auf dem Dach oben. Und das nehmen wir an. Schwierigkeit ist 5. Aber das werden wir sicher packen. Also noch dazu, weil es ja ein Guide ist. Von dem her akzeptieren und nachverfolgen. Oh. Erhabene Herrscher deiner Fassade sehen versteinert den Hinrichtungen zu. Eines Tages wirst du zittern und beben, wenn dein Innerstes ein Raub der Flammen wird. Wo das ist? Unser erstes Rätsel führt uns hierhin. Zum Hotel de Ville. Und wir sehen uns dort. Bis gleich. So, wir befinden uns am besagten Ort. Nämlich hier am Hotel de Ville. Und wir sind einfach an der Frontseite, also an der Westseite hochgeklettert, bis wir zu dem ersten Dächlein, zu dem ersten Turm kommen. Und hier brauchen wir nur unser Adlerauge aktivieren. Zack, da ist es schon. Gehen hin, interagieren und sehen das nächste Rätsel. Asaira, Saira, Saira wird es erschallen. Eine grausige Wendung des Schicksals, dass sie kein Licht mehr verbreiten, sondern vielen die Hälse brechen. So sieht's aus. Unser nächstes Ziel befindet sich hier unten, die Hinrichtungsstätte. Wir sehen uns. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Mit dem Blick darauf, wo wir gerade hergekommen sind. Wir stehen bei dem schaulustigen Pöbel hier unten. Und hier steht schon Interagieren. Wir aktivieren das Adlerauge und sehen, hier ist das letzte Zeichen. Und ganz easy. Achso, Entschuldigung, das letzte Zeichen ist es nicht, das letzte Rätsel ist es. Wir interagieren und sehen, verwaister Turm, was ist aus dem Rest geworden? Der Beginn einer Pilgerreise. Erinnerungsfetzen hängen von den Schnäbeln der Chimären. Atmosphärischer Druck an einem, Alchemie am anderen. Wo sich das befindet, sehen wir gleich. So, ich habe meiner selbst schon mal hochgehievt auf besagten Turm. Von da hinten sind wir gekommen, wie man sieht. Hier ist die Hinrichtungsstätte und hier hinten, jetzt beim Kopf von Anno, war das erste Zeichen. Wir befinden uns auf diesem Turm, der gleichzeitig ein Wahrzeichen ist, recht praktisch, gleich zum Entdecken bzw. zum Orientieren. So, hier sind die zwei Brücken und hier ist der Turm, der freistehende. Wir sind einfach ganz raufgeklettert, ganz easy, keine Wachen, ohne irgendwas. Aktivieren das Adlerauge, sehen das Zeichen am Boden, klettern runter, schließen das Ganze, interagieren und sagen vielen Dank. Wir haben das Rätsel gelöst. Mein Name ist Buck Spencer, hoffentlich konnte ich euch helfen. Bis zum nächsten Mal, adios, ciao, ciao und Servus.